Ja, herzlich willkommen zu Brandenburg aktuell. Heute an meiner Seite für die Kurzmeldung Christina Derlin. Guten Abend. Halbe Stunde haben wir zusammen mit diesen Themen. Handysünder, Polizei kontrolliert Autofahrer. Brandenburg trennt Diskussion um starke AfD und außerdem Bronzezeit, Brandenburger Funde im Berliner Gropiusbau. Handy am Steuer, das wird teuer. Und zwar 100 Euro und ein Punkt in Flensburg. Tausende sind heute bei einer bundesweiten Aktion mit Handy erwischt worden. Denn jeder zweite Unfall wird auf Ablenkung zurückgeführt und ist besonders durchs Handy sehr groß, diese Ablenkung. Auch in Brandenburg wurde kontrolliert und informiert. Jana Wochnick fasst zusammen. Jeder zweite Autofahrer, so schätzt die Polizei, hantiert während der Fahrt mit dem Handy. Bei den Kontrollen heute mussten die Beamten und auch wir gar nicht lange warten. Ob in der Stadt oder auf der Autobahn, es wird getippt, getickert, gesprochen. Dutzende Male zog die Polizei Brandenburger Autofahrer deshalb aus dem Verkehr. Das Gefährdungspotenzial durch Ablenkung kann man vielleicht so beschreiben, dass wenn man nur allein nach dem Handy greift, um ein fünffaches höheres Risiko hat, in einen Unfall verwickelt zu sein. Also allein der Griff nach dem Handy bedeutet für mich, ich habe ein fünffach höheres Risiko, einen Unfall zu erleiden. Wie gefährlich genau demonstriert die Polizei Fahrern auf dem Rastplatz Fichtenplan an der A10. In einem LKW-Simulator sollen sie erleben, wie es ist, abgelenkt zu sein. Hallo? Das Handy klingelt und es fällt schwer, noch die Spur zu halten oder auf Unvorhergesehenes zu reagieren. Telefon am Steuer, das ist wie Fahren mit 1,0 Promille Alkohol, sagt die Polizei. Und was sagen die Fahrer nach der Simulatorerfahrung? Man muss mehr aufpassen, ja. Man muss nach vorne weiterkommen und auf die Dummheit der anderen Fahrer denken oder Begleiter, die auf der Straße noch mit rumfahren. Man wird ständig wieder daran erinnert, ich fahre auch schon seit ein paar Jahren LKW, an alles zu denken, Spiegel, Fußgänger, alle äußeren Einflüsse, die man hat. Dann kommt ein Auto von hinten, von der Seite, man muss ständig rundum gucken. Man ist, ja, wenn man im LKW sitzt, man muss immer 100% konzentriert sein. Wer mit Handy am Steuer erwischt wird, der kassiert einen Punkt in Flensburg. Dicker kommt es bei Unfällen. Das kann der Sachschaden sein, das können aber auch Personenschäden sein natürlich, die möglicherweise sehr, sehr teuer werden können. Also wir reden da durchaus auch, wenn es ganz schlimm kommt, bei schweren Verletzungen beispielsweise, von Schadensersatzzahlungen im Millionenbereich. Auch die Fahreignung wird bei Unfallverursachern neu überprüft. Aber mal ehrlich, wer in dieser Verkehrssituation wie hier in Potsdam auch noch mit dem Handy hantiert, hat der verstanden, wie gefährlich das ist? In die Landespolitik. Wenn am Sonntag Landtagswahl wäre, dann legen vorne SPD und AfD gleich auf. Beide kämen auf 23% in der aktuellen Umfrage vom RBB, unserem Brandenburg-Trend. Das ist das bisher stärkste Umfrageergebnis für die AfD hier in Brandenburg. Genauso stark wie die regierende SPD oder umgekehrt gesagt, die SPD so schwach wie nie. Christoph Wölscher fasst die Reaktion auf die Verschiebung in der märkischen Wählerneigung zusammen. Die AfD mit ihrem bislang besten Umfrageergebnis. Ganz vorne, gleich auf mit der SPD. Für Parteichef Kalbitz sind die Gründe klar. Die Landesregierung habe versagt, die AfD dagegen arbeite ruhig und sachorientiert. Er träumt von mehr. Wir freuen uns natürlich, wenn wir stärkste Partei sind. Und natürlich, ich bin ganz sicher, wir werden uns irgendwann die Frage stellen nach Regierungsbeteiligung. Die Frage ist nicht ob, die Frage ist wann und wie. Frühestens aber wohl in einem Jahr, wenn ein neuer Landtag gewählt wird. Nach dem aktuellen Brandenburg-Trend käme die SPD da auf 23%, die Linke auf 17, die CDU auf 21 und die AfD auf 23. Die Grünen sind bei 7, die FDP bei 5%. Klarer Verlierer in den Umfragen die CDU, als Oppositionspartei nun hinter der AfD. Für den Vorsitzenden ist die Bundespolitik schuld daran. Die Menschen empfinden das, was derzeit in Berlin stattfindet, ist ein Stück weit wie ein Affentheater. Da geht es drunter und drüber. Und solange wir das nicht korrigieren, werden wir auch in Ländern davon auch nicht profitieren können. Und die selbsternannte Brandenburg-Partei SPD möchte die AfD wieder auf Abstand bringen, indem sie ihre vermeintlich erfolgreiche Politik einfach besser erklärt.
Wir investieren in die Zukunft dieses Landes, wir verstärken die Kita-Betreuung, wir stellen mehr Lehrer ein, wir bilden mehr Polizisten aus. Alles das sind positive Entwicklungen im Land, über die wir stärker reden müssen und wahrnehmbar machen müssen. Auch der Regierungspartner Die Linke möchte sich keinesfalls von der AfD und ihren Themen treiben lassen. Stabile Umfragewerte trotz Medikamentenskandal und Ministerinnenrücktritt, aber kein Anlass, sich darauf auszuruhen. Naja, es ist so, dass man, glaube ich, zunehmend beobachten kann, dass Propaganda immer besser durchdringt als praktische Politik. Da ist es, glaube ich, auch für die Linke nochmal wichtig, klar Kante zu zeigen und auch zu zeigen, wir tun was für die soziale Sicherheit und für den Zusammenhalt im Land. Für die Grünen eröffnet der Höhenflug der AfD ganz neue Perspektiven. Eine Regierungsbildung mit nur zwei Parteien wäre nach den aktuellen Zahlen nicht mehr möglich. Gut, haben wir noch einiges zu tun? Wir sehen schon, dass wir seit Jahren einen Trend haben, dass wir nicht mehr aus der Landespolitik wegzudenken sind und mit den neuen Konstellationen vielleicht auch gefragt sind. Und da setzen wir eben ganz klar unsere Inhalte und sagen, wir sind bereit zu sprechen, wollen aber eben Veränderungen gerade im Energiebereich, Agrarbereich und auch für mehr Bus und Bahn. AfD-Chef Kalbitz spricht von künftigen Regierungsbeteiligungen. Die anderen Parteien sehen in den Umfragewerten eher einen Anlass, noch stärker auf Distanz zu gehen. Tja, und wir bleiben im Parlament und bei der Arbeit der Parteien. Jetzt bei Christina in der ersten Kurzmeldung. Der Landtag hat erneut über den Arzneimittelskandal diskutiert. Die Aktuelle Stunde fand auf Antrag der AfD-Fraktion statt. Verschiedene Oppositionsparteien wollen die sogenannte Importquote abschaffen. Diese Quote schreibt vor, dass ein gewisser Prozentsatz an Medikamenten aus dem Ausland importiert werden muss. Dies aber habe den Betrug bei Arzneimitteln maßgeblich erleichtert. Die CDU warf der rot-roten Landesregierung zudem vor, ihre Kontrollpflicht nicht ausreichend wahrgenommen zu haben. Man habe die Gefahr von Betrug und kriminellen Machenschaften völlig unterschätzt und viel zu wenig Personal für die Medikamentenüberwachung eingesetzt. Im Kern ist dieser Skandal ein Politik- und Behördenskandal. Und entstanden ist er aus einer durch die Regierungsfraktionen gern mitgetragenen Bequemlichkeit, die darin besteht, Probleme nicht zu lösen, sondern einfach ihre Existenz zu leugnen. Die AfD forderte erneut die Ablösung des Präsidenten des Landesgesundheitsamtes. Die neue Gesundheitsministerin Karawanski von den Linken versprach, die Medikamentenkontrolle personell deutlich zu verstärken und neu aufzustellen. Kriminelle Netzwerke, so die Ministerin, müsse man in Zukunft wesentlich besser abwehren. Dem stellvertretenden Direktor der Gedenkstätte Hohenschönhausen wird sexuelle Belästigung vorgeworfen. Er soll über Jahre hinweg jungen Frauen in der Ausbildung zu nahe getreten sein. Sein Anwalt erklärte, das liege bereits gut zwei Jahre zurück. Dem RBB liegen jedoch Berichte vor, die sich auch auf die Zeit nach 2016 beziehen. Der Leiter der Einrichtung Knabe teilte mit, er sei entsetzt über die Nachricht, dass sich Mitarbeiterinnen durch seinen Stellvertreter bedrängt gefühlt hätten. Die Vorwürfe müssten ohne Ansehen der Person geprüft werden. Der Stiftungsrat der Gedenkstätte will am Dienstag über den Fall beraten und über Konsequenzen entscheiden. Der Rechtsstreit um die Kündigung des Generalmusikdirektors am Cottbuser Staatstheater Christ ist beendet durch einen Vergleich. Details teilten das Arbeitsgericht und das Staatstheater nicht mit. Die Güteverhandlung hatte Anfang Juli begonnen. Christ war gekündigt worden, nachdem aus dem Ensemble harsche Kritik an seinem Führungsstil laut geworden war. Er hatte einen Vertrag bis 2024. Der tschechische Staatspräsident Seemann ist zu einem dreitägigen Besuch in Deutschland. Am Vormittag traf er sich in Potsdam mit Ministerpräsident Wojtke zu Gesprächen, vor allem über Wirtschaftsthemen. Wojtke führte Seemann aber auch durch das frisch renovierte Schloss Zizilienhof, ein Ort der gemeinsamen Geschichte. Hier wurde die Nachkriegsordnung für Deutschland, aber auch für Tschechien verhandelt und entschieden. Morgen wird Seemann in Berlin von Kanzlerin Merkel und Bundespräsident Steinmeier empfangen. Das Berliner Landgericht hat eine hohe Haftstrafe gegen einen Autoraser verhängt. Der mehrfach vorbestrafte Mann muss wegen versuchten Mordes für 13 Jahre ins Gefängnis. Vor einem Jahr war der 34-Jährige mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Berlin-Kreuzberg gefahren. Dabei erfasste er eine 27-jährige Mutter und ihr 5 Jahre altes Kind und verletzte beide schwer. Berlin feiert zusammen mit allen Gemeinden der Republik. 11.400 gelbe Ortsschilder ziehen sich in einem 5 Kilometer langen Band durchs Festgelände. Das Zentrum ist das Brandenburger Tor, wo gerade der französische Künstler J.R. eine große Videoinstallation aufbaut zum Thema Mauerfall im November 1989. Der RBB präsentiert das Fest und wird dafür vor Ort seinen Campus aufbauen. Mit dabei ist auch Brandenburg aktuell und der Robur.
Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke von den Linken teilte heute mit, dass er 7 Männer aus Syrien, Pakistan und den Palästinensergebieten ausweisen will. Sie gehören zu der Gruppe von Asylbewerbern, die für eine ganze Reihe von Straftaten verantwortlich sein soll, auch für den Angriff auf den Froschclub vor 3 Wochen. Ob und wann es zur Ausweisung tatsächlich kommt, ja, das kann sich lange hinziehen. Fest steht, dass Wilke für sein Vorhaben Beifall und Kritik bekam. Allerdings wirft seine Begründung teilweise auch Fragen auf, wie Michael Lietz zeigt. Oberbürgermeister Wilke will ein Zeichen setzen und leitet die Ausweisungsverfahren ein. Das Gastrecht habe verwirkt, wer sich gravierend fehlverhält. Begründungen für Fehlverhalten liefert er bereits letzte Woche im Interview mit dem Radiosender Pure FM. Da spricht er von einer extremen Situation für das Personal in der JVA Wriezen wegen der in Untersuchungshaft einsitzenden Syrer. In Wriezen, im Gefängnis, haben die Therapeuten und Traumatologen ihre Arbeit niedergelegt, weil sie Angst um ihr Leben haben. Der Anstaltsleiter der JVA Wriezen erklärt telefonisch, die Behauptung des Oberbürgermeisters sei Quatsch und Mist. Und das vorgesetzte Justizministerium teilt uns schriftlich mit, es hätten keine Sozialarbeiter der Vollzugsanstalt aus Angst vor Übergriffen von Gefangenen ihre Arbeit niedergelegt. Wir konfrontieren den Oberbürgermeister damit und er räumt ein, Informationen, ohne sie auf Wahrheitsgehalt zu überprüfen, weitergegeben zu haben. Also Sie können davon ausgehen, dass wenn ich etwas sage, ich dann schon auch geprüft habe, ob die Quelle, von der ich das habe, ob das eine vertrauenswürdige Quelle ist. Und trotzdem kann es passieren, dass dann Dinge herangetragen werden, die nicht korrekt sind. Wenn das in dem Fall so war, muss ich mich dafür auch entschuldigen. Und es gibt weitere offene Fragen. In Interviews vor einer Woche auf Antenne Brandenburg und für RBB 24 macht der Oberbürgermeister Inhalte aus Verhören öffentlich. Ich nehme jetzt wahr, dass es da auch keinerlei Schuldbewusstsein gibt bei denjenigen, sondern eher ein Rechtfertigen ihrer Taten und immer noch die Überzeugung, dass es genau richtig war. Und das bringt das Fass für mich auch wirklich zum Überlaufen. Wilke verstößt damit möglicherweise gegen den Datenschutz. Erkenntnisse aus Ermittlungsverfahren gehören nicht in die Öffentlichkeit, sagen Juristen wie Dieter Bollmann. Als SPD-Mitglied hatte er den linken René Wilke im Wahlkampf unterstützt. Seine neuerlichen Aussagen kann er nicht mehr teilen. Da hat Obi Wilke die Meinung vertreten, das sind böse Menschen. Also erstmal mein Standpunkt ist, es gibt keine bösen Menschen. Es gibt Menschen, die sich unzulässig verhalten, die sich strafbar verhalten. Und aus Ermittlungsakten in die Öffentlichkeit zu ziehen, halte ich zumindest für höchst bedenklich. Ja. Wilke bestreitet, Einsicht in Ermittlungsakten gehabt zu haben. Ich werde natürlich nicht sagen, woher ich Informationen habe. Ich kann nur sagen, dass mit einem Oberbürgermeister und viele sprechen. Unterdessen werden neue Details zum Überfall auf diesen Musikclub bekannt. Auslöser war wohl ein Streit zwischen Syrern und Deutschen. Darunter waren offenbar vorbestrafte Neonazis. Was wir wissen, ist, dass es eben, ja, wie auch immer gearteten Konflikt, ich war nicht dabei, wie auch immer gearteten Konflikt zwischen den Rechten und den späteren Tätern gab und dass dabei auch rassistische Beleidigungen gefallen sind. Das heißt aber für uns nicht, dass das deswegen die Tat legitimiert. Es gehört nur zum gesamten Kontext dazu. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt bestätigt, dass zumindest einer der Beteiligten der rechten Szene angehören soll. Anderes Thema. Es stinkt einigen gewaltig zum Himmel und das schon seit bald 2 Jahrzehnten. In Roddan in der Ostprignitz siedelte sich damals nämlich eine Putenfarm an. Seitdem gibt es Ärger zwischen Anwohnern und Betreiber. Man zog vor Gericht und zuletzt richtete man sogar eine Petition an den Landwirtschaftsminister. Jetzt kommen wir mit dem blauen Bus und Michael Scheibe. Es könnte so schön sein in Roddan, einem kleinen Ort in der Ostprignitz. Wäre da nicht der Ärger mit den Puten? Über 20.000 werden in einem Stall direkt am Ortseingang gehalten. Und das stinkt einer Bürgerinitiative. Der Geruch ist süßlich, riecht des Öfteren auch nach Verwesung. Also es ist ein sehr unangenehmer Geruch. Und der macht einfach ein ungutes Gefühl. Das sind wirklich nur ein paar Handwurf entfernt, Ballwürfe entfernt und direkt auch neben einer Schule, direkt auch neben einer Kindertagesstätte. Und das kann eigentlich nicht sein. Seit 16 Jahren wird über die Stelle gestritten. Doch nicht alle im Dorf sind dagegen. So mancher Alteingesessene versteht die Aufregung nicht. Das ist übertrieben hier. Vor allen Dingen 3-4 Mal, höchstens 5-mal im Jahr, wo es hier riechen tut. Das hängt mit dem Wetter zusammen. Doch was ist dran an den Vorwürfen und was sagt der Betreiber dazu? Darüber wollen wir reden. Morgen um 15 Uhr rollt unser Blaubus hier vor die Dorfkirche in Roddan. Und wenn Sie Lust haben, kommen Sie doch vorbei.
Die Tage haben wir darüber berichtet, dass die Grenze zwischen Brandenburg und Polen eine echte Grenze ist, wenn es um Notfälle geht und wenn eigentlich jede Minute zählt. Immerhin soll es jetzt unbürokratisch und einfach sein, auf der anderen Seite einen Facharzt zu besuchen, zumindest aus deutscher Sicht. Wie berichtet, hat die AOK Nordost einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen. Auch der Austausch von medizinischem Personal über die Oder soll verbessert werden. Für beide Seiten ein Vorteil? Tja, das fragt unsere polnische Kollegin Magdalena Schwabe. Besuch im Lutherstift. Im Frankfurter Klinikum sind polnische Ärzte und Therapeuten zu Gast. Man kennt sie schon. Vor einigen Monaten war eine Delegation aus Frankfurt-Oder im Warschauer Wolski-Krankenhaus. Jetzt also der Gegenbesuch aus Polen. Im Mittelpunkt der Besichtigung die Geriatriestation. Die Gäste sind beeindruckt vom Behandlungskonzept. Hier nämlich werden Alltagssituationen als Therapie genutzt. In der Küche zum Beispiel kochen die Patienten selbst. Ein Ergotherapeut aus dem Wolski-Krankenhaus ist überrascht. Das ist für uns und für mich persönlich eine große Inspiration. Das, was ich für meine Patienten anbieten kann. Die Geriatrie bei uns ist vielleicht nicht in so einem Grad entwickelt wie in Deutschland. Vom wissenschaftlichen Austausch mit polnischen Kollegen könnten aber auch die Frankfurter profitieren. So die Chefärztin der Geriatrie am Lutherstift, die selbst gebürtige Polin ist. Wir können heute bei unserem Erfahrungsaustausch nicht nur unsere Systeme vergleichen, wie wir die Forschung auf beiden Seiten machen können, wie wir die Diagnostik weiter vertiefen können. Bei der Kooperation soll aber nicht nur Wissen, sondern auch das Personal ausgetauscht werden. In Polen, wo viele hochqualifizierte Arbeitskräfte ins Ausland abwandern, ist das ein heikles Thema. So befürchten manche, dass es darum gehen könnte, gut ausgebildete medizinische Fachkräfte nach Deutschland abzuwerben. Wir haben ja sowohl auf polnischer als auch auf deutscher Seite einen ganz klaren Fachkräftemangel. Und es ist eben nicht mehr so, dass wir sagen, wir möchten die polnischen Fachkräfte nach Deutschland holen, sondern wir möchten gegenseitigen Austausch haben. Wir möchten auf Augenhöhe miteinander arbeiten und sagen, zum Wohle der Patientinnen und Patienten uns fachlich austauschen. Fürs Erste haben die deutschen und polnischen Ärzte jetzt eine eher symbolische Absichtserklärung unterzeichnet. Für den Frankfurter Oberbürgermeister René Wilke trotzdem ein wichtiger Schritt. Immerhin ist das die erste derartige Kooperation zwischen Kliniken aus den beiden Ländern. Im Gesundheitsbereich war es bisher so, es war vor allen Dingen von Konkurrenz geprägt. Man hat eher geguckt, wer nimmt hier wem was weg, und es war mehr ein Gegeneinander. Und hier haben sich jetzt zwei Partner gefunden, die durchaus auf dem Markt auch in Konkurrenz zueinander stehen, aber geguckt haben, was ist denn das, wo wir gemeinsam agieren können, was uns beiden hilft. In Polen bleibt man da eher skeptisch. Den deutschen Patienten aber kommt der Personalaustausch sicher zugute. Jetzt zu einem anderen heiß diskutierten Thema. Noch einmal Kurzmeldung mit Christina. Bezahlbarer Wohnraum wird immer knapper. Die Mieten steigen weiter. Darum soll es morgen beim großen Wohnungsgipfel in Berlin gehen. Im Vorfeld war die Bundesministerin für Verbraucherschutz Barley heute in Potsdam, um sich ein Beispiel für ein gelungenes Miteinander verschiedener Mietparteien zeigen zu lassen, nämlich die Gartenstadt Drewitz. Der Stadtteil Drewitz wurde Ende der 80er Jahre als eines der letzten Neubaugebiete in der DDR errichtet. Heute leben hier rund 5.800 Menschen in etwa 3.000 Wohnungen. Zwei Drittel der Wohnungen gehören kommunalen Wohnungsunternehmen. Der Mietpreis bewegt sich zwischen 5,50 Euro und 6 Euro pro Quadratmeter. Durch diese bezahlbaren Mieten wurden bisher kaum Altmieter verdrängt. Ein Vorzeigeprojekt für die Ministerin. Seit 2009 befindet sich Drewitz auf dem Weg zur Gartenstadt und dem ersten emissionsfreien Stadtteil Potsdams. Die Notaufnahmen sind voll, die Wartezeiten lang. Mit ambulanten Bereitschaftspraxen soll die Situation jetzt entlastet werden, vor allem wenn der Hausarzt geschlossen hat. Heute ist in Frankfurt-Oder eine neue ärztliche Bereitschaftspraxis vorgestellt worden. Am Montag nimmt sie den Betrieb auf. Künftig wird die Praxis an Wochenenden und Feiertagen sowie in den Abend- und Nachtstunden für Patienten geöffnet sein. Wenn meine Haus- oder Facharztpraxis zu hat und trotzdem abends mich ein gesundheitliches Problem erleidet, Fieber, Bein verstaucht, dann ist die Bereitschaftspraxis da, und vorher bitte die 116 117 anrufen. Eine erste Beratung erfolgt für den Patienten schon am Telefon. Sollte eine Behandlung durch die Rettungsstelle erforderlich sein, wird der Notfall sofort weitergeleitet, um so die Notrufnummer 112 zu entlasten. In 2 Jahren sollen landesweit 20 Bereitschaftspraxen eingerichtet sein.
Die sogenannte Geisterbaustelle auf der A15 wird abgebaut. Die Firma, die eigentlich zwischen Vetschau und Cottbus die Autobahn reparieren sollte, hatte die Baustelle zwar eingerichtet, mehr war in den vergangenen 3 Monaten aber nicht passiert. Bis Ende September hätte die Fahrbahn saniert sein müssen. Nun muss die Bauleistung neu ausgeschrieben werden. In Brandenburgs einziger Zuckerfabrik sind die ersten Rüben eingetroffen. Morgen beginnt hier die Verarbeitung, die sogenannte Kampagne. Die Firma Südzucker rechnet mit bis zu 15% weniger Ertrag als in den Vorjahren. Die Rüben haben zwar mehr Zuckergehalt, sind durch die lange Trockenheit allerdings kleiner und unförmiger. Diese Rübe, die hat eine längliche Form. Die Wurzeln haben regelrecht nach dem Wasser im Sommer gesucht. Aber was wir nicht wissen, ist, wie sich die Rübe tatsächlich mechanisch verarbeiten lässt. Und da sind wir selber gespannt. Ist sie hölzig oder ist sie elastisch? Das sind die Fragen, die, auf die wir selber gespannt sind. Die sogenannte Zuckerrübenkampagne dauert traditionell 120 Tage. Brandenburg ist ab morgen ein Fall fürs Museum. Naja, zumindest Teile davon. Im Berliner Martin-Gropius-Bau werden nämlich die wichtigsten archäologischen Funde der letzten 20 Jahre gezeigt. Hier in der Mitte zum Beispiel diese länglichen Schädel. Können Sie das erkennen? Das ist eine andere Form als die, die man sonst kennt. Ein Schönheitsideal aus Fernost, das es vor Hunderten von Jahren bis nach Brandenburg schaffte. Ja, Sie merken schon, große Wanderungen von Menschen und Ideen, schon anno dazumal. Ein Thema der neuen Schau. Alexander Goligowski entdeckt diese Schau zusammen mit einem unserer Landesarchäologen. Scherben römischer Amphoren, ein ganzes Hafenbecken voll davon. Das größte von über 1000 spektakulären Ausstellungsstücken aus ganz Deutschland. Darunter auch wirkliche Schätze aus Brandenburg, wie die byzantinischen Goldmünzen aus dem uckermärkischen Biesenbrunn. Wir machen uns mit Archäologe Thomas Kersting vom Landesamt auf die Suche nach den brandenburgischen Zeitzeugen für Jahrtausende des kulturellen Austauschs. Das ist jetzt unser erster Fund aus Brandenburg. Hier ist also die Bronze-Amphore aus Herzberg, Ostprignitz, Ruppin. Hat man eben diesen Bezug zur Astronomie. Die Kollegen meinen nämlich, dass diese Buckel auf der Amphore, dass die so eine Art Kalender sind, eine Art Mondkalender. Wissenschaftler nennen das bronzezeitliche Kalendergefäß in einem Atemzug mit der Himmelsscheibe von Nebra, die natürlich ungleich bekannter ist. In der Ausstellung ist sie im Original zu sehen. Wir zeigen, dass diese Objekte für Verbindung stehen, für Kontakt, für Austausch, letztlich für eine kulturelle Identität Europas. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, viel, viel wichtiger in Erinnerung rufen müssen, gerade in den Zeiten jetzt. Innovation, Mobilität, Austausch und Konflikt sind die Themenbereiche der Ausstellung. Bewegte Zeiten zu allen Zeiten verkörpert auch der Fund eines sogenannten Turmschädels in Katzin. Solche Turmschädel sind ein gewisses Schönheitsideal gewesen bei den Hunnen eigentlich, kann man sagen. Die Hunnen sind ja die zentralasiatische Reitertruppe gewesen, ein Reitervolk, was 375 die Völkerwanderungszeit ausgelöst hat. Das wohl spektakulärste Stück aus Brandenburg, das älteste Baby Europas aus Großfriedenwalde, 8000 Jahre alt, etwas eigenwillig in Einzelteilen präsentiert. Diese Liebe, die dem Kind entgegengebracht wurde, das sieht man jetzt hier überhaupt nicht, weil es ist ja wirklich überraschend, diese Art der Präsentation. Aber nichtsdestoweniger ist es ein ganz wichtiger Vertreter Brandenburgs in dieser Ausstellung. Es dürfte eine einmalige Chance sein, die wichtigsten Schätze Deutschlands zusammen an einem Ort in Augenschein nehmen zu können. Und Brandenburg muss sich neben der Venus vom Hohlefels zum Beispiel keineswegs verstecken. Ja, also ab morgen geht's los. Heute lockte das Wetter ja noch mal ans oder sogar ins Wasser. Aber war's das jetzt mit dem Sommerwetter? Attila Weidemann mit den Aussichten. Das wird ein Abgesang auf den Sommer. Wie viel Kugeln Eis haben wir gegessen? Wie viele Sonnenstunden hatten wir? Wie oft haben wir 2 Euro auf die Kasse gelegt? Mensch, wie war der Sommer tatsächlich hier am Kiebitzsee für Sie? Teilweise sehr stressig. Von April an hintereinander weg. Kein Tag Pause. Also Sie sind so richtig platt im Grunde genommen? Ja. Wir freuen uns auf unseren Urlaub, das können Sie sich auch nicht vorstellen. Heute ist ja wirklich gar nichts los hier. Es ist fast leer. Offensichtlich hat niemand mehr Lust auf den Sommer. Da drüben ist noch ein Radfahrer, der ist gerade eben eingetrudelt. Wie viel Eis haben Sie in diesem Jahr schon so intus? Ich trinke lieber ein schönes, kühles Hefeweizen.
Ja, dann Vorsicht beim Fahrradfahren. Danke. Fegen Sie langsam den Sommer aus oder ist jetzt langsam Schluss? Ja, es wird langsam zu Neige jetzt. Was haben wir in diesem Sommer im Sand gespielt? Heute, trotz hochsommerlicher Temperaturen, tote Hose. Auch auf dem Minigolfplatz. Selbst im See tummelt sich kaum noch jemand. Das Eis zerläuft, die Zeit verrinnt. Morgen kommt nochmal die Sonne raus, aber dann wird's stürmisch und dann ist Schluss mit Sommer, hier die Aussicht. Das wird wohl die letzte laue Sommernacht. Also Fenster auf bei 18 Grad in Cottbus und 14 Grad in Prenzlau. Traum Sonnenuntergang und Sternenhimmel inklusive. Morgen anfangs mega Hitze im Spreewald bei 32 Grad, um die 26 Grad in Perleberg. Ab dem Nachmittag wird es windig und regnerisch. Eigentlich schade um das Eis, aber da sieht man noch mal, wie heiß der Tag war. Warum ist kein Mensch heute hier, nur Sie? Keine Ahnung. Für die anderen ist der Sommer vielleicht schon vorbei oder was? Ich weiß es nicht. Sind manche schon überdrüssig dem Sommer? Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass der Sommer überdrüssig ist. Aber wir haben einfach noch mal den schönen Tag genützt. Es könnte ja der letzte sein. Ja, morgen Vormittag geht es noch, aber dann, 3 Tage Aussicht, sagt dann nur noch so um die 17 Grad, dann schmilzt das Eis nicht mehr. Es geht runter mit den Temperaturen, Sonnabend wechselhaft und windig bei 19 Grad. Sonntag viele Wolken, ab und zu Regen bei 17 Grad, Montag mehr Regen und Wolken als Sonne bei 14 Grad. Liebe Sonne, wir Wetterreporter von Brandenburg aktuell danken dir für diesen herrlichen Sommer. Du hast uns so viel Sonne gegeben, wir geben dir ein Eis zurück. Das ist nur für dich. Und zum Schluss mache ich nochmal ein richtig schönes Fußbad. Tschüss. Tja, und wenn es nicht ganz geschmolzen ist, dann liegt das Eis noch immer dort. Die Stimmung der vergangenen Tage hält auch dieses Foto sehr schön fest. Voilà, ein Sonnenaufgang am Langensee zwischen Schmöckwitz und Grünau, festgehalten von Christian Kühn. Dankeschön dafür. Das war's von uns. Damit verabschieden wir uns. Wir sehen uns morgen wieder und hier übernehmen jetzt die Kollegen der Abendshow.